In diesem Video zeige ich dir, wie du auf der Werbeplattform Earnitsurf Werbung schalten kannst, und zwar wie du deine Webseite, deine Landingpage bzw. einen Link auf eine Webseite installieren kannst. Hier gibt es keine typische Textwerbung, sondern hier kann man direkt verlinken auf meine Webseite, auf meinen Blog, auf meinen Landingpage, wohin auch immer, wo eben der User hingeführt werden soll. Und das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Okay, wenn du dich in deinen Account eingeloggt hast, dann siehst du diese Oberfläche und dann gehst du hier oben auf Add Page, hier auf diesen grünen Button, Add Page. Dann kommt hier rechts Add Page, hier habe ich die Coins, was ich zur Verfügung habe und hier welche Typ, also ich kann hier zum Beispiel auf Facebook Likes, Facebook Post Comments, also Facebook komplett auf Google, Twitter und YouTube, all diese Social Media Plattformen kann ich posten. Ich gehe aber jetzt auf Traffic Exchange und gebe hier jetzt die Ziel-URL ein, wo eben der User hingeführt werden soll von meiner Seite. In diesem Fall auf eine Landingpage. Die hole ich mir jetzt, wechsle jetzt um in meinen Autoresponder, wo ich mir den Link für meine Landingpage hole. Gehe hier drauf, weitere, suche mir einen dementsprechenden Link aus. Ich nehme diesen hier. Kopieren. Gehe wieder zurück auf meine Seite und führe hier jetzt diesen Link ein. Okay, immer kontrollieren, ob am Anfang oder am Ende kein Leerzeichen ist, ganz, ganz wichtig. Und hier kannst du einen Titel hineingeben, also eine Überschrift mit maximal 30 Zeichen. Okay, ich versuche mal diese Überschrift, endlich sicher verdienen. Hier jetzt Coins per Klick, was heißt das? Das heißt, ich kann hier Punkte vergeben, Coins vergeben. Was mir das kostet, je höher der Wert der Coins ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass geklickt wird. Es sollte mindestens 10 sein, maximal 20, mehr geht ja nicht. Ich nehme hier 15 Coins per Klick. Das kostet mir einen Klick, der kostet mir 15 Coins. Hier kann ich einstellen, wie viele Klicks täglich. Da lasse ich die 100 Klicks und hier kann ich einstellen, wie viele Klicks insgesamt, 1000 Klicks. Ich nehme hier aber 10.000 Klicks, das heißt, das läuft dann 100 Tage, beziehungsweise, also mindestens 100 Tage, beziehungsweise in etwa 3 Monate. Hier kann ich dann noch einstellen, Receive Clicks From, also das heißt, alle Gender, Mann oder Frau, ich lasse auch alle. Und welche Countries, das hier ist interessant, da kann man die Länder eingeben, von wo man eben die User haben will. Also ich nehme hier nur die deutsch sprechenden Länder. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Das war es. Kurze Kontrolle noch. 15 Coins per Klick. Täglich 100 Klicks. Maximal 10.000 Mann und Frau. Hier die Länder. Und dann hier auf Add Page. Okay, please wait for 10 seconds. Wait for the timer and then your website will be confirmed automatically. Okay, so site confirmed with success. Also das hat funktioniert und das soll es auch schon gewesen sein. Meine Seite läuft jetzt da und jetzt braucht man nur noch auf die Klicks warten, beziehungsweise in weiterer Folge, dass sich dann jemand einträgt. So bekommst du Kunden, so machst du dich bekannt, so machst du deine Webseite bekannt. Das soll es jetzt kurz gewesen sein für dieses Video für AdPage. Weitere Videos gibt es dann natürlich in weiterer Folge noch über die anderen Möglichkeiten. Der Link für diese Plattform befindet sich wie immer unter diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, na dann einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ist das natürlich auch in Ordnung. Und wenn du immer am letzten Stand sein willst, dann abonniere einfach meinen YouTube-Kanal, dann bist du immer up to date. Also viel Spaß, viel Erfolg.